Heute zeige ich euch, wie ihr den Planner nutzt, um die Aufgaben und Projekte in eurem Team mit Microsoft Teams gut nachverfolgen zu können. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wie kann man den Planner in Microsoft Teams einbinden? Wie kann man ihn dort nutzen? Wie kann man ihn auch außerhalb von Teams nutzen und was für eine Möglichkeit gibt es, um aus Teams heraus jederzeit auf alle Pläne, die man hat, nicht nur in einem bestimmten Team zuzugreifen. Das möchte ich euch heute zeigen und wir starten mit dem Einbinden des Planners in Microsoft Teams. Wir starten da, wo wir im Prinzip bei dem letzten Video zu Teams aufgehört haben. Wir haben nämlich ein Team angelegt und jetzt richten wir dieses Team weiter ein. Das heißt, ich habe hier mein Team, Einführung des neuen LMS. Bin gerade im Teilprojekt Implementierung und möchte jetzt hier einen Projektplan einbinden. Dazu klicke ich hier oben auf das Plus, das kennt ihr ja inzwischen schon, und wähle jetzt, das kann ich zum Beispiel durch Eintippen von Planner machen, wähle Tasks von Planner und To-Do. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder einen neuen Plan zu erstellen oder auch einen vorhandenen Plan des Teams zu verwenden. Ich gucke einfach mal hier vorhandene Pläne. Geht hier so ein grauer Balken auf und hier stehen jetzt die schon vorhandenen Pläne. Da möchte ich aber keinen, sondern ich möchte hier einen neuen Plan erstellen, nämlich den für das Teilprojekt Implementierung und dort auch einen Projektplan. Und dann gehe ich auf Speichern und jetzt wird dieser Plan hier eingerichtet. Ihr könnt eine neue Aufgabe direkt hier eingeben, indem ihr anklickt, Aufgabennamen eingeben, also zum Beispiel Videos erstellen und dann ein Fälligkeitsdatum festlegt, zum Beispiel heute. Und jetzt könnt ihr diese Aufgabe auch gleich einer Person zuweisen. Und in dem Moment, in dem ihr sie zuweist und die Aufgabe hinzufügt, bekommt diese Person auch gleich eine E-Mail zugeschickt, dass sie hier eine neue Aufgabe hat. Und diese Aufgabe, die kann man jetzt genauer einstellen. Zum Beispiel habt ihr die Möglichkeit, einen Status festzulegen, eine Priorität, aber auch Start- und Fälligkeitsdatum und hier noch Notizen hinzuzufügen. Die Notizen stehen einfach so in der Aufgabe mit drin. Außerdem könnt ihr eine Art Checkliste anlegen, also Teilaufgaben könnte man auch sagen. Also zum Beispiel beim Video erstellen, Inhalte erarbeiten, Video filmen, Video schneiden und so weiter. Und ihr habt die Möglichkeit, Anlagen hinzuzufügen. Der Begriff Anlagen ist nicht ganz ideal, denn wenn ihr hier auf Anlagen hinzufügen klickt, dann seht ihr, es gibt hier die Möglichkeit, Dateianlagen hinzuzufügen, aber auch Links, was ja nicht wirklich eine Anlage ist, oder auch einen Link auf ein SharePoint-Dokument. Dann gibt es noch die Besonderheit der Kommentare. Alles, was ihr hier eingebt, wird automatisch an alle Personen, denen diese Aufgabe zugewiesen ist, per E-Mail geschickt. Und wenn ich dann auf Senden gehe, dann wird die zugeschickt. Sie wird auch hier unten in einer Historie aufgehoben, sodass man die hier jederzeit nachlesen kann und die Person diese E-Mail auch eben zugeschickt bekommt. Und wenn ich dann fertig bin, dann schließe ich die Aufgabe. Das kann ich machen, indem ich wieder nach oben blätter und hier auf Schließen gehe. Aber das kann ich auch machen, indem ich einfach außerhalb der Aufgabe anklicke. Und je nachdem, was ich jetzt eingestellt habe und ob ich eingestellt habe, dass es auf der Karte angezeigt werden soll, je nachdem sehen wir hier zum Beispiel die Unterpunkte und das würde auch für Anlagen gelten. Und so kann ich jetzt hier weitere Aufgaben anlegen, zum Beispiel noch einen Wochenrückblick erstellen und kann auch die jemandem zuweisen. Vielleicht mache ich das in diesem Fall mal an zwei Personen und habe jetzt diese beiden Aufgaben hier angelegt. Und jetzt gibt es eine Besonderheit hier, nämlich die sogenannten Buckets. Man könnte sagen, das sind so Art Listen. Und diese Listen können wir benennen. Die können verschiedene Namen haben. Zum Beispiel könnte das hier heißen YouTube
Und die nächste könnte heißen Homepage. Und jetzt kann ich hergehen und kann aus einer Liste in die andere Aufgaben verschieben, sodass ich also hier die Möglichkeit habe, dann auch zwischen den verschiedenen Listen die relativ leicht hin und her zu schieben. Und das, was wir im Moment als Darstellung sehen, ist ein sogenanntes Board. Wir könnten das auch als Diagramm mit einer Übersicht darstellen, nach Status, Buckets, Prioritäten und so weiter, aber auch als Zeitplan, sodass wir die Aufgaben im Rahmen eines Kalenders sehen. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier uns eine Liste dazu anzeigen zu lassen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die Darstellung abhängig von einem Filter anzeigen zu lassen. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nur die Aufgaben sehen, für die die Online-Akademie verantwortlich ist, oder ich möchte die sehen, für die Online-Akademie und Arno Burger verantwortlich sind, oder ich möchte eben alle sehen. Oder auch Einschränkung zum Beispiel danach, alles, was heute zu erledigen ist, oder heute und morgen. Und so könnt ihr zusätzlich zu der Darstellung hier auch einen Filter auswählen. Gruppiert ist im Moment nach Bucket, man könnte aber auch gruppieren nach zugewiesen. Dann sehe ich die Personen, denen es zugewiesen ist, oder eben auch nach Fälligkeitsdatum, Priorität und Ähnliches. Also das erste wäre sozusagen die Art der Darstellung, dann der Filter und hier die Art der Gruppierung. Der Blender ist auch eine eigenständige Software, die auch außerhalb von Microsoft Teams funktioniert, und wir können direkt hier aus Teams über das Symbol zur Website gehen, den Planner auf einer Website, nämlich im Prinzip bei Microsoft 365 anzeigen. Das kennt ihr vielleicht. Das wäre dasselbe, wie wenn wir hier auf die Seite office.com gehen, uns dort anmelden. Ich bin hier schon angemeldet und dann hier oder auch hier über die Liste den Planner aufrufen. Das ist nichts anderes, nur dass ich es eben diesmal direkt aus Microsoft Teams heraus aufgerufen habe. Im Prinzip funktioniert der Planner hier genauso. Warum zeige ich euch das? Es gibt hier noch die Möglichkeit, über diese drei Punkte noch weitere Dinge auszuführen, wie zum Beispiel den Plan zu kopieren oder den Plan nach Excel zu importieren oder auch den Plan zum Outlook-Kalender hinzuzufügen, Planeinstellungen vorzunehmen, indem man dann zum Beispiel noch Hintergrundfarben einstellen kann oder festlegen kann, wie man mit den Benachrichtigungen hier umgehen möchte und solche Dinge. Also deshalb ist es schon wichtig zu wissen, dass es den Planner auch als eigenständige App gibt. Wenn ihr euch den Planner auch als eigenständige App auf dem Desktop installieren wollt, dann schaut doch mal in das Video, das ich in der Infokarte verlinkt habe. Da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, wie das geht. So, und zum Schluss noch einen Tipp für alle, die viel mit dem Planner arbeiten und direkt aus Teams heraus auf alle ihre Pläne zugreifen möchten. Das erreicht ihr, wenn ihr hier auf der linken Seite auf die drei Punkte klickt, dann mit einem Rechtsklick auf Tasks von Planner und To-Do und dann auf Anheften geht. Und wenn ihr jetzt auf Tasks von Planner und To-Do klickt, dann habt ihr sofort alle eure Pläne in den verschiedenen Teams hier zur Verfügung und könnt direkt auf die zugreifen. Ja, und deshalb ist mein Fazit, der Planner ist ein einfaches, praktisches Werkzeug, um in Microsoft Teams gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Team Aufgaben und Projekte zu planen und abzuarbeiten. Und wenn man das dann noch verzahnt mit der To-Do-App von Microsoft und den Aufgaben in Outlook, dann wird das ein richtig tolles Tool. Wenn euch diese Verzahnung interessiert, dann schreibt mir das unten in die Kommentare und abonniert den Kanal. Ich schaue dann, dass ich in absehbarer Zeit mal ein Video dazu mache. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über einen Daumen hoch. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.